Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge Let's Play Super Mario 3D World. Hier wissen wir ja, wie es geht. Aber ob ich das dieses Mal schaffe? Okay, das war noch ganz in Ordnung. So, hier einfach immer so. Komm schon, und einfach so jetzt. Ich habe ja noch den Vorteil des Katzen-Marios gehabt, den ich jetzt aber nicht mehr habe. Was natürlich etwas blöd ist. Oh nein, ist auch noch klein. Okay. Die waren ja auch nicht so extrem schwer. Einfach so. Gut. Das hätten wir auch erledigt. So, da war der Typ da. Versteckt. Und dann musste ich ihn nicht. Okay, ich gehe raus. Reicht mir jetzt erstmal. Ich habe ja jetzt genug Zeit für dieses Level. Immerhin ein paar. Natürlich nicht das große Meisterwerk, aber naja. Egal. Gibt es ja überhaupt noch Stempel? Nacht über den Kula-Hügeln. Okay. Oh, 30 Sekunden. 30 Sekunden. Da war es ja nochmal Glück, dass ich tot gewählt habe. Okay, da gibt es auf jeden Fall grüner Stern. Puh. Okay. War jetzt natürlich etwas Zeitverlust mit dabei. Aber was soll's? So, jetzt erstmal hier. Hallo. So, da. Oh Mann. Dann erstmal hier hoch und dann geht's da nochmal ein. Und dann geht's hier. Zeit, aber da gehe ich rein. Oh je. Oh je. Oh je. Da fehlt wahrscheinlich am Anfang was, ja. Macht es. Da gibt es noch einen Stern. Und da geht's da zurück. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Kaum noch Zeit. Kaum noch Zeit. Noch zwölf Sekunden. Oh mein Gott. 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 Oh nein. Oh, ich hab noch 10 Sekunden. Da gibt's noch Zeit. Komm schon. Oh, schade. Aber egal, ich habe alles. Außer den Stempel und die goldene Pfeil. Aber egal. Das war ganz schön knapp. 118 Sekunden. Bin ich mal gespannt, was jetzt so kommt. Ich denke mal, dass ich da wieder jemanden besiegen muss. Nein. Ich glaube, ich mache das linke, aber trotzdem vorher. Weil beim rechten gibt's Gift. Das linke hat mich direkt angesprochen, als ich es gesehen habe. Und dann ist mir noch was aufgefallen letztes Mal. Und zwar, ja, wenn ich mein Gamepad schüttel, dann hört man, dass die Bäume klöcknern. Wie heißt denn das? Okay, da geht's wohl nichts. Bin ich mal gespannt, wo es hier die goldenen. Grünen. Ich wollte schon blaue Sterne sagen. Davor wollte ich goldene Sterne sagen. Nein! Oh, ich bin ja klein. Und ich wollte da hochspringen. Okay, aber egal. Erstmal hier rüber. Und dann geht's da hoch. Und jetzt gibt's da schon mal eins. Okay, was ist das? Was ist denn das? Für eine Glocke? Das war doch jetzt eine andere Glocke. Was ist das hier anders?
Nein, das war blöd. Aber es war doch erst eindeutig eine andere Glocke. Hatte jetzt nur ich das Gefühl oder war das echt eine andere Glocke? Würde mich jetzt echt mal interessieren. Okay, ich glaube, da hätte ich einen Katzen gebraucht. Katzenanzug gebraucht. Oh Mann. Ja. Ja, da. Obwohl. Ja. Wenn ich Glück hab. Nein! 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 Ein. Nur eine Münze. Doch. Das ist eine andere Glocke. Aber was ist an der anders? Würde mich echt mal interessieren, ob es da etwas Spezielles dran gibt. An dieser tollen Glocke. Wow! Oh, weil ich sie immer verliere. Komm schon. Okay, dann komme ich da so hoch und dann kann ich da so. Und dann kann ich da drauf und dann wieder weg hier. Nein, das war jetzt einfach bloß. Okay, dann kann ich ja denn noch mal kurz direkt am Anfang einsammeln, den habe ich nämlich letztes Mal vergessen. Oh. Aber jetzt die andere Glocke. Was ist denn der anders? Das weiß ich noch. Aha. Das war bei Super Mario 3D Land nämlich auch. Das ist bei der Stampfattacke. Oha. Da kriegt man auch noch Münzen dazu. Wow. Aber ich glaube, sonst ist da nichts anders. So, wie komme ich jetzt da rein? Am besten kaputt machen hier und dann kann ich da rein. Gut. Und dann geht's da hoch und dann geht's da runter und dann geht's da aus rum. Nein! Da geht's da rum und jetzt halt einfach hoch und dann kann ich. Hallo! Shit. Jetzt muss ich mich beeilen auch noch. Nein! Komm schon! Oh, noch langsamer als ohne den Katzenanzug. Natürlich nicht sehr, sehr gut von mir. Etwas enttäuscht bin ich von mir. Dass ich so etwas Einfaches eigentlich nicht hinbekommen habe. Dabei habe ich es vorher sogar besser hinbekommen, ohne den Katzenanzug. Und das ist etwas blöd. Jetzt aber komm schon. Und jetzt. Okay. Da komme ich so drauf, aber es hat nichts gebracht. So, jetzt. Und wusch. Und wusch. Und wusch. Und wow. Oh, das war Glück eigentlich. So, wo war jetzt eigentlich die zweite Glocke? Die Ersatzglocke. Nein. Na, shit, jetzt habe ich sie. Jetzt hätte ich sie brauchen können. Ja, gerade ich. Obwohl. Nein! Boah! Ich hab schon gedacht. Achso, natürlich, ich kann ja auch einfach darüber. Muss ja nicht extra so komisch laufen. Und dann. Nein! Hoch und wusch. Ja, super. Aber dann kann ich da hoch, genau. Und es kommt das nach natürlich noch ganz am Anfang. Und dann kann ich aber so und dann laufe ich einfach hier runter.
Oh nein. Oh nein. Oh, wäre ich da runtergeflogen. Wäre ich da runtergeflogen. Nein, nein. Hallo? Nein. Nein. Ah. Das geht's doch jetzt nicht. Ich habe das ganze Level geschafft. Nein, nein, nein. Aus hier hoch. Und Stoppvertage. Und da. Und dann kann ich Glocke. Die super Glocke. Huh. Okay, ich bin eigentlich ziemlich sicher mit der Panzerglocke, habe ich jetzt gesagt. Nein! Ich habe mich einfach nur gedockt. Ich brauche jetzt wieder die Panzerglocke. Das ist jetzt die Panzerglocke. Bei mir. Diese Glocke heißt ab jetzt Panzerglocke. Alle mit einverstanden. Na, hallo? Ist ja mal richtig blöd. So, also nochmal. Erstmal hier. Dann geht's hier runter und dann kann ich da und dann muss ich da hoch und dann kann ich das und dann kann ich meine Panzerglocke und dann gehe ich da hoch und boah. Nein, nicht dein Ernst, wie mich das aufregt. Ach natürlich, man kann doch das mit dem den Sammeln auch öfters machen. Bin ich irgendwie blöd oder so? Ja, ich weiß es. Bereits. Ich sag sehr oft blöd. Dass ich blöd bin. Ich sag sehr oft, dass ich blöd bin, aber naja. Ich bin ja nicht dumm. Ich bin ja einfach bloß blöd. Aber ich glaube, ich habe auch schon mal gesagt, dass ich dumm bin. Aber naja, sagen ja viele zu sich selbst. Aber es ist ein Unterschied zwischen dumm und einfach nur blöd. Finde ich jetzt so. Ich denke mal, ist aber auch so. So, dann kletter ich jetzt hier hoch. Nein! Boah! Das wäre ja mal richtig blöd gewesen. Das wäre ja mal richtig blöd gewesen. Dann kann ich da und dann kann ich da. Und dann komme ich natürlich nicht mit hoch. Aber ich kann auch einfach so. Dann klettere ich hier rüber und mache erstmal so. Halte das natürlich und mache hier so. Und dann mache ich so. Und dann habe ich das. Und dann klettere ich hier hoch und mache ich so. Und dann mache ich so. Und hol noch den letzten Schlüssel hier. Und dann. Ui! Und. So, und wobei ist der Stempel? Würde mich auch interessieren. Wo war der Stempel? Wie gesagt, wo ist der Stempel noch? Jetzt einfach mal so ein bisschen untersuchen. Geht da ist er nicht. Hier ist er auch nicht. Dann gehe ich einen Schritt weiter runter. Da ist er nicht. Und hier auch nicht. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Das ist nirgends hier. Gibt es in diesem Level keinen Stempel? Kann das sein? Hm.
Nope, hier ist nichts. Nope, hier ist nichts. Oh. Geschafft. Puh. Oh, die Folge ist ja schon wieder vorbei. Das ging ja aber auch wieder schnell. Aber ich finde den anderen, also den Anzug finde ich jetzt ehrlich gesagt etwas unnötig. Ja. Ich weiß nicht, ob man den braucht unbedingt. Aber naja. So, das war's ja auch schon wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Man hört auf jeden Fall die Glocke. Aber wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss.